Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 217. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge hatten wir uns mit Doppelintegralen beschäftigt, also mit Integralen der Form Doppelintegral über eine kompakte Menge b über die Funktion f, und diese Funktion hing von zwei reellen Veränderlichen ab, die ich hier mit x und y wieder bezeichnen möchte, dx und dy. Geometrisch können wir zumindest für positive Funktionen dieses Doppelintegral interpretieren als Volumen, das diese kompakte Menge b, die ja in der xy-Ebene liegt, mit dem Graphen der Funktion von f einschließt. Das möchte ich hier vielleicht noch einmal ganz kurz hinskizzieren. Wir haben also ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem und eine kompakte Menge b, und diese kompakte Menge b liegt in der xy-Ebene. Das deute ich hier mal an. Überhalb dieser kompakten Menge b, wenn die Funktion positiv ist, liegt der Graph der Funktion. Der könnte dann beispielsweise vielleicht so aussehen. Das hier sei also der Graph dieser Funktion. Fällen wir nun von den Randpunkten des Graphens Lote herunter zu der kompakten Menge b, dann sehen Sie, dann wird hier ein Gebiet g ausgeschnitten, aus dem R auch 3, und dieses Doppelintegral würde dann letztendlich das Volumen dieses Körpers hier ergeben. Alles das, was wir in der letzten Folge behandelt haben, lässt sich nun auch ohne Probleme auf Gebiete in drei oder sogar auch in mehr Dimensionen übertragen. Allerdings mangelt es uns an geometrischer Vorstellungskraft über die Bedeutung solcher Integrale. Wir betrachten dazu vielleicht zunächst einmal ein kompaktes Gebiet aus den R auch 3. Also b ist eine Teilmenge des R auch 3, und wir betrachten eine Funktion f, die jetzt eine Abbildung sein soll aus dieser kompakten Menge b des R auch 3 nach R. Wobei hier jetzt jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich mit den Koordinaten x, y und z zugeordnet werden soll der Funktionsterm f in Abhängigkeit der drei reellen Veränderlichen x, y und z. Wir können jetzt, um die Riemannsche Summe zu bilden, über diesen kompakten Bereich B genauso vorgehen, wie wir das im letzten Video gemacht haben. Dazu teilen wir uns das Gebiet B erstmal ein, und das möchte ich hier mal festhalten. Teile diese kompakte Menge B in eine endliche Anzahl in eine endliche Anzahl von Teilgebieten, und diese Teilgebiete möchte ich hier bezeichnen, so wie wir das im letzten Video auch schon gemacht haben, mit B1, B2 und so weiter, und wir nehmen mal an, wir haben n solcher Teilgebiete, also bis bn, mit den Voluminhalten, diese Teilgebiete sind ja jetzt Voluminas, mit den Volumeninhalten, und diese möchte ich bezeichnen, dass der Volumeninhalt des Teilgebietes B1 soll sein Delta B1, der Volumeninhalt des Teilgebietes B2 soll Delta B2 sein und so weiter bis Delta Bn. Das heißt, das Gesamtvolumen, das möchte ich hier mit Delta B bezeichnen, ergibt sich hier offensichtlich, indem Sie die ganzen Teilvolumina aufaddieren, also die Summe bilden von I gleich 1 bis N über Delta BI. Wie kann man sich das Ganze jetzt vielleicht vorstellen? Ich zeichne jetzt einmal ein Teilgebiet oder ein Gebiet aus dem R auch 3, ein kompaktes Gebiet aus dem R auch 3 ja mal hin, beispielsweise dieses hier. Ja, ich glaube, man kann sich das so vorstellen ungefähr. Das soll also ein Gebiet, ein kompaktes Gebiet B aus dem R auch 3 sein. Und wir wollen jetzt dieses Gebiet durch eine endliche Anzahl von Schnitten in Teilgebiete zerlegen. Und das deute ich jetzt einmal an durch rote Linien. Wir schneiden zunächst einmal dieses Gebiet in Scheiben. Das deute ich immer durch diese roten Linien jetzt hier an. Und jede dieser einzelnen Scheiben
Wenn wir noch einmal schneiden, und zwar auf diese Art und Weise, wie ich das jetzt hier zeichne, so vielleicht, und wir führen noch Schnitte durch, und zwar diese hier, noch weitere Schnitte, und dann sehen Sie, dann entstehen hier sozusagen so eine Art Würfel. Und greifen wir uns mal ein, so ein kleines Teilgebiet heraus, beispielsweise dieses hier, das ich hier mal so blau zeichne, das einmal das Teilgebiet BI. Wir wollen jetzt die Riemannsche Summe einführen für diese Teilgebiete und das geht so, indem wir jetzt einen beliebigen Zwischenpunkt zunächst einmal wählen. Das genauso machen wir das wie im letzten Video, also sei ein beliebiger Zwischenpunkt von BI gewählt und diesen bezeichne ich hier mit den drei Koordinaten Xi, Eta-i und Zeta-i. Das sei ein beliebiger Zwischenpunkt aus BI. Also ein beliebiger Zwischenpunkt. Also wenn ich jetzt hier nochmal ein dreidimensionales Koordinatensystem mal andeute, dann können wir jetzt als Zwischenpunkt irgendeinen Punkt aus diesem Gebiet BI wählen. Wenn der Grenzwert nun für jede beliebige Zerlegung von B und für jede Wahl der Zwischenpunkte existiert, dann lässt sich dadurch das Dreifachintegral definieren. Das heißt also, wir bilden jetzt zunächst einmal die endliche Summe von I gleich 1 bis N, genauso wie wir das im zweidimensional, also für das Doppelintegral gemacht haben. Wir bilden also die endliche Summe von I gleich 1 bis N über die Funktion an der Stelle Xi, Eta I und Zeta I. Delta BI. Und wenn jetzt der Grenzwert für jede beliebige Zerlegung von B und jede Wahl der Zwischenpunkte existieren sollte, dann lässt sich dadurch das Riemannsche Integral definieren. Und das möchte ich mal festhalten als Definition. Und diese Definition sieht im Prinzip genauso aus wie im letzten Video. Also Definition. Sei zunächst einmal n eine beliebige natürliche Zahl. Und wir betrachten eine Funktion f, die eine Abbildung ist von b nach r. Und diese Funktion sei eine beschränkte Funktion. Eine beschränkte Funktion auf der kompakten Menge b. Auf der kompakten Menge B. Die Funktion f heißt integrierbar, vielleicht schreibe ich hier noch hin, B ist eine Teilmenge des R auch 3. Die Funktion f heißt integrierbar in B. Integrierbar in B. Oder auf B können Sie auch sagen, wenn der Grenzwert der Riemannschen Summe also im Prinzip, Sie müssen bilden den Limes n gegen unendlich von der Riemannschen Summe, also von der Summe I gleich 1 bis N, F an der Stelle, Xi, Eta I und Zeta I. Delta BI, wenn dieser existiert letztendlich. Und wir wollen, wenn dieser Grenzwert existiert, das abkürzen in der Kurzform durch ein sogenanntes Dreifachintegral über die beschränkte Menge B, F an der Stelle X, Y und Z, DB. Und dafür wollen wir dann letztendlich schreiben, das ist das dreifache Integral über B, F an der Stelle X, Y und Z. Anstelle von diesem kleinen DB schreiben wir jetzt DX, DY und DZ. Das ist hier also das dreifache Integral in diesem Fall.
Wieso Dreifachintegral? Wenn man ein konkretes Beispiel durchrechnen würde mit Hilfe von Riemannschen Summen, dann gelangt man im Allgemeinen immer zu einer dreifachen Summe und im Grenzwert geht diese dreifache Summe über in ein Dreifachintegral. Also wenn der Grenzwert der Riemannschen Summe für jede, der Text geht jetzt noch weiter, für jede beliebige Zerlegung, das ist hier wichtig, für jede beliebige Zerlegung, deswegen möchte ich das hier mal unterstreichen in Rot, für jede beliebige Zerlegung, und diese Zerlegung ist ja wieder B1, B2, so wie ich das oben schon hingeschrieben habe, bis Bn des Gebiets B, durch endlich viele, stückweise glatte Flächen. Und das ist hier der Unterschied jetzt zum Doppelintegral. Dort hatten wir stückweise glatte Kurven betrachtet, hier stückweise glatte Flächen. Was eine stückweise glatte Fläche ist, darauf komme ich gleich nochmal kurz zurück. Stückweise glatte Flächen und jede Wahl, und hier ist wieder wichtig, das Wort jede beliebige Wahl, jede Wahl der Zwischenpunkte, jede Wahl der Zwischenpunkte. Die Zwischenpunkte bezeichnen wir wie oben mit Xi, Eta i und Zeta i. Element aus Bi für alle i. Und i durchläuft hier die Menge ja von 1, 2 und so weiter bis n existiert. Das heißt also, wenn Sie dieses Gebiet B in beliebig viele Teilbereiche zerlegen können und irgendeine beliebige Wahl von Zwischenpunkten wählen und dieser Grenzwert existiert, dann sagen wir, dieses Integral ist diese Funktion ist im Riemannschen Sinne integrierbar. Vielleicht noch eine Bemerkung zu stückweisen glatten Flächen. Was ist das? Was das genau ist? Darauf werde ich es erst in einem späteren Video ausführlich eingehen, im Zusammenhang mit den sogenannten Oberflächenintegralen. Sie können sich das aber so vorstellen, wenn Sie eine Zwiebel haben und Sie wollen diese Zwiebel zerschneiden in kleine Würfelchen, dann würden Sie mehrere Schnitte anlegen und diese Schnitte, die Sie dort legen, das sind alles stückweise glatte Flächen. Dieses Integral heißt wie gesagt Dreifachintegral. Dieses Dreifachintegral kommt zustande. Das möchte ich noch einmal wiederholen, weil bei der konkreten Berechnung, die ich jetzt hier nicht vornehmen möchte, für eine gegebene Funktion hätten Sie im Prinzip immer eine sogenannte Dreifachsumme auszuwerten. Und wenn Sie den Grenzwert n gegen unendlich bilden, dann geht diese Dreifachsumme in ein Dreifachintegral über. Und dieses Raumgebiet, dieses differenzielle Raumgebiet dB geht dann über in del dx mal dy mal dz. Das ist so üblich, das so zu notieren. Wir betrachten hier vielleicht mal einen kleinen Spezialfall, und zwar den Spezialfall, dass die Funktion f von x, y und z überall auf diesem Gebiet 1 ist. Wenn wir diesen Spezialfall betrachten würden, hätten wir hier das dreifache Integral über das Gebiet B zu berechnen, einmal dx, dy und dz. In diesem Spezialfall würden Sie gerade das Volumen von B erhalten. Eine geometrische Interpretation des Dreifachintegrals ist aber im Allgemeinen nicht möglich, außer für den Fall, den ich hier eben hingeschrieben habe, dass die Funktion gleich 1 ist. Dann ergibt sich nämlich gerade das Volumen des kompakten Bereiches B. Ist die Funktion nicht 1, also irgendeine andere Funktion, dann lässt sich dieses Dreifachintegral nicht mehr geometrisch interpretieren. Allerdings lässt sich ein Dreifachintegral physikalisch interpretieren. Und da möchte ich Ihnen mal zwei Beispiele angeben. Also die physikalische Interpretation des Dreifachintegrals
ist die folgende. Wir betrachten jetzt vielleicht einmal ein Massenstück, und dieses Massenstück, das zeichne ich hier mal hin, beispielsweise dieses hier, das soll jetzt irgendein Massenstückchen sein, und das ist eine kompakte Teilmenge, zumindest aus dem R3. Ich kann auch hier reinschreiben, ein Körper vielleicht. So, dieser Körper soll jetzt mal keine konstante Dichte haben, sondern eine ortsabhängige Dichte. Das heißt, gehen Sie hier zu irgendeinem Punkt hier rein, in diesen Körper, dann ist in diesem Punkt eine Dichte vorhanden, Rho, in Abhängigkeit von diesem Vektor x. Das heißt also, betrachten wir eine Funktion Rho von x, was wir auch schreiben können, ausführlich, Rho von x, y, z, das wäre eine Dichtefunktion, dann würde das dreifache Integral über diese Dichtefunktion gerade die Masse des Körpers ergeben. Das heißt, das dreifache Integral über die kompakte Menge b über die Dichtefunktion Rho von Abhängigkeit von x, y, z, dx, dy und dz würde hier gerade die Masse dieses Körpers ergeben. Ein weiteres Beispiel, was ich noch angeben möchte, ist, stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine räumliche Ladungsverteilung, also diese kompakte Menge B soll jetzt mal eine räumliche Ladungsverteilung darstellen, und Ladungsverteilungen werden üblicherweise beschrieben durch die Funktion Sigma in Abhängigkeit von x und y. Das sei also x, y, z natürlich. Das sei jetzt einmal eine Ladungsdichtefunktion. Eine Ladungsdichtefunktion. Dann würde das dreifache Integral über diese Ladungsdichtefunktion, also über Sigma in Abhängigkeit von x, y und z, dx und dy, dz, gerade die Gesamtladung dieses Raumbereichs ergeben. Und diese Gesamtladung, die wird in der Physik üblicherweise mit Q abgekürzt. Für Dreifachintegrale gibt es auch hier wieder ein nützliches Integrierbarkeitskriterium für eine große Klasse von Funktionen. Und dieses Integrierbarkeitskriterium sieht fast genauso aus, wie wir das im letzten Video für das Doppelintegral schon behandelt haben. Dieses Integrierbarkeitskriterium möchte ich hier mal als Satz angeben, allerdings ohne Beweis. Der Beweis ist eher den Mathematikern vorbehalten. Der Beweis ist etwas aufwendig und kompliziert. Deswegen gebe ich den Satz hier ohne Beweis an. Sei B eine Teilmenge des R3, eine kompakte Menge. Eine kompakte Menge, deren Rand, also der Rand dieser Menge, deren Rand, ja, das können wir auch so schreiben, db, deren Rand db aus endlich vielen Stückweise, aus endlich vielen Stückweise glatten Flächen besteht, Flächen besteht, dann sind alle beschränkten Funktionen, dann sind alle beschränkten Funktionen, alle beschränkten Funktionen, und diese Funktion f ist eine Abbildung von b nach r, mit nicht zu viel Unstetigkeit, mit nicht zu viel Unstetigkeit in B integrierbar. Was heißt das jetzt mit nicht zu viel Unstetigkeit? Betrachten wir beispielsweise mal eine Funktion. Ich versuche das mal hier hinzuzeichnen. Eine Funktion, die eine Unstetigkeit hier hätte. Ich male hier mal so ein Werkstück hierhin. Der Einfachheit halber mal zeichne ich das mal so. Sie sehen hier, offensichtlich ist hier eine Unstetigkeit hier vorhanden. Wenn Sie das räumlich das Ganze betrachten, hätten Sie hier auf dem Boden hier irgendwie eine Unstetigkeit. Ich male ja vielleicht noch die unsichtbaren Kanten mal hier so ein.
kriege ich das hin? Ja, ich hoffe so. Das heißt, die Unstetigkeitsmenge liegt hier in diesem Bereich hier, also auf dem Boden letztendlich hier. Das ist also eine Menge von Unstetigkeiten, davon dürfen wir nicht zu viele haben, dann sind diese Funktionen alle integrierbar, sofern diese Funktionen beschränkt sind. Man kann ja zeigen, dass integrierbare Funktionen auch einen Vektorraum bilden. Das heißt insbesondere, dass endlich viele oder dass endliche Summen und konstante Vielfache von integrierbaren Funktionen wieder integrierbar sind. Das führt auf den folgenden Satz, den ich auch hier nicht beweisen möchte, weil der Beweis wieder etwas kompliziert ist. Ich möchte diesen Satz nur angeben und diesen Satz hatten wir im Prinzip schon bei den herkömmlichen Integralen aus der Analysis 1 ebenfalls schon einmal aufgeschrieben und der hat hier im Prinzip fast dasselbe Aussehen, also Satz. Und zwar wieder ohne Beweis. Auf den Beweis möchte ich hier wie gesagt verzichten. Der bleibt eher den Mathematikern vorbehalten. Seien zunächst einmal zwei Funktionen gegeben, f und g, und diese Funktionen sollen Abbildungen sein aus einer kompakten Teilmenge b des R auch 3 nach R. Und zwar seien dieses beides integrierbare Funktionen. Und wir betrachten eine konstante Lambda, eine reelle Zahl R aus der Menge der reellen Zahlen. Dann gelten folgende Rechenregeln. Dann gilt. Und zwar erstens, das dreifache Integral über die kompakte Menge b von einer Summe zweier Funktionen, also von f an der Stelle x, y und z plus einer weiteren Funktion g an der Stelle x, y und z, dx, dy und dz. Das Integral lässt sich zerlegen in zwei Integrale, und zwar einmal über die erste Funktion, also über f an der Stelle x, y und z, dx, dy, dz, plus das dreifache Integral über die zweite Funktion, also über g von x, y und z, dx, dy und dz. Also Sie können das Integral sozusagen auseinanderziehen. Die zweite Regel ist, bilden Sie das dreifache Integral über die kompakte Menge b von Lambda mal f an der Stelle x, y und z. Und dieses Lambda ist ja eine Konstante und wir können diese Konstante jetzt vor das Integral ziehen. Also wir können schreiben, Lambda mal das dreifache Integral über den Bereich b, über die Funktion f an der Stelle x, y und z, dx, dy und dz. Und ein drittes nützliches Rechengesetz ist das folgende. Und zwar gilt, dass das dreifache Integral über b, über die Funktion f von x, y und z, dx, dy, dz stets kleiner oder gleich ist als das dreifache Integral über b, über das gleiche b, über einer Funktion g von x, y und z, dx, dy und dz. Das gilt allerdings nur, falls die Funktion f wirklich kleiner gleich als g ist. Und schließlich die vierte nützliche Rechenregel, die wir noch benötigen, mal später werden, ist der Betrag eines dreifachen Integrals über b, über die Funktion f an der Stelle x, y, z, dx, dy, dz. Das ist stets kleiner gleich, und zwar, wenn Sie die Betragsstriche in den Integranten mit hineinbringen. Das heißt, das dreifache Integral über b, über den Betrag von f an der Stelle x, y und z, Betrag zu dx, dy und dz. Sie können diese vier Gesetze auch mal vergleichen mit den Gesetzen für gewöhnliche Integrale. Das möchte ich hier mal vielleicht vermerken. Vergleiche Videonummer 86. Dort hatten wir die gleichen Rechenregeln hingeschrieben für die gewöhnlichen Integrale. Und Sie sehen also, diese Rechengesetze gelten also offensichtlich auch für dreifache Integrale und sogar auch für Doppelintegrale und für höherdimensionale Integrale, also für Vierfachintegrale, Fünffachintegrale und so weiter. Wir können also diesen Satz hier allgemein für sämtliche Integrale verwenden.
Schon im letzten Video wurde ja gezeigt, dass die Berechnung eines Doppelintegrals mit Hilfe der Riemannschen Summen kompliziert und relativ aufwendig ist. Sie müssen dazu ja immer Summen, Doppelsummen oder in diesem Fall sogar jetzt Dreifachsummen auswerten. Da ist man daran interessiert, Rechenverfahren jetzt zu entwickeln, die ohne die Berechnung von Riemannschen Summen auskommen. Und das gelingt dadurch, indem man das Mehrfachintegral zurückführt auf gewöhnliche Integrale, wie Sie sie aus der Analysis 1 kennen. Und wie das funktioniert, das wird der Gegenstand der nächsten Videos sein. Ich möchte hier vielleicht noch bemerken, für den Ingenieur sind von den mehrdimensionalen Integralen im Wesentlichen nur das zweifache und das dreifache Integral von Bedeutung. Und daher werden wir uns im Folgenden im Wesentlichen auch nur noch auf Zweifach- und Dreifachintegrale beschränken. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.